Ich bezweifle, dass ich die seltsamen Ereignisse je vergessen werde, die mich mit Vulkan zusammentreffen ließen. Die Bewohner Vertils sprechen seit 10 Jahren voller Angst über die dunklen Eisfürsten. Dabei existieren sie schon sehr viel länger. Die Armee der Todwandler. Eine unzählige Horde untoter Kreaturen unter dem Befehl der Eisfürsten stieg von den Bergen im Norden herab und vernichtete jeden Widerstand auf dem Kontinent. Jeder Kampf diente nur dazu, ihre Reihen mit toten Gegnern aufzufüllen. Und die Welt schien dem Schicksal einer ewigen Eiszeit nicht entkommen zu können und alles Lebendige zu verlieren. Ein paar wenige versuchten, den Invasoren entgegenzustehen. Die Elfen, die sich bislang neutral verhielten, und die Roten Weisen, eine kleine Gruppe Gelehrter, die hoffte, mit ihrem Wissen den Verlauf des Krieges umzudrehen. Die Weisen haben vor kurzem die Freien Klingen angeheuert. Eine renommierte Söldnertruppe, deren Ruhm nach diesen Ereignissen noch größer sein wird. Die Klingen sollten die Weisen während eines Rituals beschützen, das einen Vorteil gegen die Eisfürsten bewirken sollte. Willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Wir spielen Bound by Flame und das ist so eine Art Rollenspiel. Und wir können uns jetzt dann entscheiden, ob wir die menschliche Seite wählen wollen oder ob der Dämon in uns hervorbricht. Aber wie wir uns entscheiden, das werden wir noch sehen. Ich habe noch keine Ahnung. Aber wir sind schon mittendrin im Spiel, wie ihr gemerkt habt. Und ich hoffe, es geht gleich weiter. Speer. Man kann sie schon von Weitem am Geruch erkennen. Da wären wir. Und der Hauptmann wollte, dass ich hierbleibe und das Lager errichte. Ich bin den Freien Klingen nicht beigetreten, um Latrinen auszuheben. Seine Leute. Und er weiß, dass sein Sprengmeister es hasst, sich zu langweilen. Das Lager errichten, das nenne ich von Nutzen sein. Ich nahm an, dass wir bis zum Ende nichts mit diesem Krieg zu tun haben würden. Scheint, als wäre das Ende gekommen. Die dunklen Eisfürsten haben es geschafft. Ganz Vertil ist dem Untergang nahe. Nichts kann die Todwandler aufhalten. Bald wird es keinen Rückzugsort mehr geben. Geschweige denn eine Taverne, in der man seinen Sold verpassen kann. Es gibt niemanden mehr, der die dreckige, stinkende Flut aufhalten kann, wenn es überhaupt möglich ist. Hoffen wir, dass unsere geliebten Auftraggeber ihre Versprechen einhalten. Wenn ihr berühmtes Ritual nicht hinhaut, werden wir wie Narren dastehen. Ein Haufen eingebildeter Priester spielt Zauberlehrlinge gegen 7 unsterbliche Magier. Toll! Klingt großartig! Wie dem auch sei, man muss offensichtlich Feuer mit Feuer bekämpfen. Was für ein Mist! Die sind bereits hier. Ich warne besser schnell die anderen. Und das werden wir auch tun. Wir können hier Sachen einsammeln unterwegs. Mal schauen. Hier haben wir zum Beispiel was. Und mit diesen Gegenständen können wir uns dann Rüstung machen oder Bomben bauen und so weiter. Was genau darauf... oder besser gesagt, was genau auf uns drauf zukommt, das weiß ich noch nicht ganz. Wir können leveln, wir können glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Kategorien reingehen. Ich weiß es nicht, also ich habe bisher ein bisschen was gelesen, aber gespielt noch nicht. Hey, hat dir dein Spaziergang gefallen? Schaff dich hier rüber und erzähl mir davon. Das werden wir tun, dann werden wir den mal anquatschen. Wir können das nachschlagen.
das Journal, wenn ich nach rechts drücke. Genau, also hier können wir die Aufträge ansehen, die wir aktuell haben. So wie du aussiehst, war es nicht gerade ein Spaziergang. Also, was hast du gesehen? Die Todwandler sind da draußen. Ich habe einen getötet. Wir müssen uns für sie bereit machen, und zwar sofort. Du hättest nicht alleine gegen sie kämpfen sollen. Das war ein unnötiges Risiko. Ich werde die anderen in Marsch setzen. Du fängst derweil damit an, die Fallen und die Granaten vorzubereiten. Wir werden sie brauchen. Ich wollte nicht, dass er alle anderen alarmiert, bevor wir bereit für sie sind. Aber was, wenn er dich getötet hätte? Dann hättest du uns nicht alarmieren können, bevor sie zum Angriff auf uns bereit gewesen wären. Beim Götterblut, denk doch mal mit. Wir müssen uns auf sie vorbereiten. Da du es endlich geschafft hast, deinen Arsch herzubewegen, kannst du anfangen, ein paar Fallen aufzustellen. Sag Schäler, dass er sie um den Tempel herum platzieren soll. Das verschafft uns etwas Zeit. Und wir hören, wenn sie da sind. Jawohl, Herr Hauptmann. Falls du noch Fragen hast, weißt du ja, wo du mich findest. Wir sollen etwas Ausrüstung einsammeln und die Ortskarte. Kann ich einblenden? Ja. Weglassen und wieder einblenden. Okay. So ein paar Gegenstände hier. Alles, was leuchtet, können wir einsammeln. Stelle 10 Sprengfallen her. So, also nach unten drücken und dann Viereck zum Herstellen. Und hier können wir auch die Menge auswählen. Super. Es ist auch so eine, also wirklich eine ganz normal, ein ganz normales Rollenspiel, wie ihr seht, kennt man ja schon. Das sollte reichen. Ich gebe es Schäler. Er wird damit klarkommen. Kennt man ja schon aus anderen Spielen. Und ich sammle erstmal ein. Da hinten leuchtet noch was. Und unten in der Minimap sehen wir auch eine 1 und ich denke, da müssen wir einfach hin. Da unten ist auch noch was. Wie komme ich denn da hin? So nicht. Also ich bin echt mal gespannt, was hier uns erwartet, generell. Ich finde die Grafik jetzt nicht so Bombe. Ich habe mir das besser vorgestellt. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht gerade. Aber ansonsten... Also was ich genau meine, guck mal hier aufs Gras. Weißt du, also... Ich weiß ja, es soll so sein, aber irgendwie habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. So, hier haben wir ihn ja. Hey, Schäler, hilf mir mal. Wir müssen das Gebiet vorbereiten, bevor es von den Todwandlern überrannt wird. Wir brauchen ein paar Überraschungen für unsere Todwandlerfreunde. Leg Fallen an den Zugangspunkten und jag dich nicht selbst in die Luft. Keine Panik, ich komme schon klar. Ich mache keine Witze. Wenn du einen Arm verlierst, dann bin ich der Arsch, dem man die Schuld dafür gibt. Und wie in jedem Rollenspiel wird hier wirklich richtig viel gequatscht. Alles in Ordnung, Büffel? Ja, ich wünschte nur, diese götterverdammten Leichen würden endlich angreifen. Ich hasse diese Warterei. Es scheint dich nicht zu stören, dass die Todwandler es auf uns abgesehen haben. Das hier ist nicht das erste Mal, dass wir uns den Todwandlern stellen. Und was die jüngsten Ereignisse angeht, wir wussten, dass früher oder später der Tag kommen würde, an dem wir auf ihre Hauptstreitmacht treffen. Es ist ja nicht so, als ob ihnen noch viele von uns entgegenstehen würden. Ich hoffe einfach nur, wir liefern ihnen einen guten Kampf, bevor sie uns dann umbringen. Was hältst du von unseren Auftraggebern? Du weißt doch ganz genau, dass unsere Meinung nichts zählt. Aber ich halte sie für einen Haufen Kacknasen. Sie sind überzeugt, sie könnten diesen Krieg nur mit ein paar Büchern gewinnen. Und während sie damit beschäftigt sind, ihren dämlichen Forschungen nachzugehen, müssen wir auf ihre Ärsche aufpassen. Aber das ist nun mal unsere Arbeit. Es ist ja nicht so, dass wir eine andere Wahl hätten. Hast du eine Ahnung, warum die Weisen unbedingt hier zusammenkommen wollten? Ich weiß es nicht. An einem kann es jedenfalls nicht gelegen haben. Der reizvollen Landschaft. Ich habe gehört, wie sie was von einer Anrufungskammer murmelten. Die wollen sie hier wohl finden.
Ich schätze, die muss irgendwie wichtig für sie sein. Es heißt, man könnte dich nicht töten. Stimmt das? Manchmal bist du so leichtgläubig, dass es schon fast wieder niedlich ist. Das ist nur eine Geschichte, die man neuen Rekruten erzählt. Aber trotzdem, du bist doch schon eine verdammt lange Zeit bei den Klingen und immer noch in einem Stück. Das bedeutet einen Scheiß. Sicher, ich hatte Glück. Ich kann auf mich selbst aufpassen und ich schätze, ich bin schlau genug, um zu wissen, wann ich besser die Flucht antrete. Also, ja, bis jetzt bin ich noch nicht draufgegangen. Aber irgendwann bin ich schon dran. Bis später. So, also wir werden aber auch alle Dialoge hier durchgehen, noch ordentlich, damit wir die ganze Story mitkriegen. Das ist schon sehr sinnvoll beim Rollenspielen, logischerweise. Wie wir uns entscheiden, das hat hier angeblich auch... Also wir können verschieden antworten. Und so ist dann auch der Spielverlauf. Und auch wie wir uns entscheiden, ob wir die menschliche Seite nehmen von uns oder die Dämonenseite. Ja, somit haben wir Freunde oder auch keine. Sie wenden sich gegen uns, ja oder nein. Also wie wir die auch behandeln. Ja, so ist dann auch die Geschichte, verändert sich halt. Also die ist dann auch anders. Und ich hoffe, dass jetzt langsam mal das Tutorial losgeht mit dem Kämpfen. Darauf bin ich sehr gespannt, wie das Kampfverhalten ist. Schaden zufügen, Viereck und Dreieck und Dreieck gedrückt halten. Also hier kann man richtig Schaden austeilen. Ach du Scheiße, da kommen noch mehr von ihnen. Na, wo ist denn einer da? Ui, der hat ein Schild. Den kann ich wegstoßen. Und mit R2 kann ich mich abwehren. Das ist schon mal sehr gut. Wollen wir gleich mal testen. Und das Treten. Boah, da kam er durch. Na, komm schon. Das gibt's doch nicht. Oh, da war die Bombe gerade. Oh je. Pfeil und Bogen. Der Fernangriff. Wir haben eine Armbrust mit L2 und Viereck. Können wir die auswählen? Na, was war denn das? Also, es ist eine Standardwaffe, oder was? Tatsache. R3 kann ich den Gegner fixieren. Das war ein bisschen komisch eben, weil der lag auf dem Boden und ich habe geschossen und ich habe ihn trotzdem getroffen. Soll das so sein oder habe ich mich da einfach verguckt? Probieren wir gerade nochmal. Okay, der ging halt... der ging halt echt nah los. Boah, sind das viele? Wo kommen die denn her? Ah. Gehst du weg? Oh, der ist echt hartnäckig. Aber ich... Komm schon. Gut. Oha. Alter. Rückzug. Alle zum Tempel. Sofort. Ja, auf den habe ich auch keinen Bock. Los, weg hier. Okay, und hier kriegen wir immer so kleine Hinweise.
Die letzten Bewohner des Terminals müssen bei ihrer Flucht ihre Sachen zurückgelassen haben. Nutze das und habe ich nicht ganz gepackt zu lesen. Okay, das nächste Mal weiß ich das, dass wir da Tipps haben. Oh verdammt! Jetzt stehen sie sogar schon durch Wände. Auch hier wieder einen Angriff abwehren. Junge, Junge, die können ganz schön viel einstecken, aber alle beide. Dann machen wir sie mal klein, wa? Geh und sieh nach, wie Büffel mit den Weisen klarkommt. Er soll ihre Anrufungskammer bewachen. Aber Hauptmann, bau keinen Mist, Vulkan. Los! Ich geb dir gleich von wegen, aber Hauptmann. Gut. Bist du jetzt dabei oder was? So, und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Unten links und unten rechts sind die neuen Videos von mir. Bitte auch ansehen. Wenn euch das Video wirklich gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben und abonniert mich. Das würde mich sehr freuen. Bitte kommentiert auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in diesem Sinne, haut rein.